10 Wege, einem Typen klarzumachen, dass er dich verlieren wird. Niemand will oder verdient es, als selbstverständlich hingenommen zu werden, also verstehe ich deine Frustration, wenn dein Freund dir das antut. Du magst dich also fragen, was zu tun ist, wenn es ihm egal ist? Gibt es überhaupt eine Lösung? Wie kannst du ihm klarmachen, dass er dich verlieren wird? Der Anfang ist immer perfekt. Du lebst in einer Fantasie und deine Welt scheint schöner als je zuvor. Weil du verliebt bist und wenn du verliebt bist, schaffst du es nicht, alles zu sehen, was um dich herum geschieht. Vielleicht hast du am Anfang seine Fehler nicht gesehen, die er hat. Wie wir alle. Aber als die Zeit verging und die Flitterwochenphase vorüber war, fing er an, distanziert zu wirken. Es ist, als hätte er plötzlich das Interesse verloren. Nun, das bedeutet nicht unbedingt, dass er dich nicht mehr liebt oder dass er dich für selbstverständlich hält, nur weil es ihm egal ist. Nein, Beziehungen können manchmal in eine Spur geraten und die Dinge werden langweilig. Ihr tut jeden Tag die gleichen Dinge und verliert die Aufregung, die ihr am Anfang hattet. Das ist, wenn Männer sich zurückziehen. Sie fühlen sich einfach nicht mehr gut in der Beziehung. Sie werden distanziert und wollen wahrscheinlich einen Ausweg finden. Aber da ist auch die andere Seite der Geschichte. Männer sind manchmal zu sehr daran gewöhnt, in einer Beziehung zu sein, also kümmern sie sich nicht mehr um ihre Partner. Sie sind sicher, dass du den Rest deines Lebens mit ihnen verbringen wirst, also hören sie einfach auf, es zu versuchen. Sie hören auf, in die Beziehung zu investieren. Sie sorgen sich nicht darum, dich möglicherweise zu verlieren. Sie ignorieren dich und fahren eure Kommunikation auf das unterste Level. Es lässt dich frustriert, traurig und ängstlich werden, ihn zu verlieren. Du weißt, dass dein Typ immer noch da ist, weil er sich nicht plötzlich verändert hat. Das ist unmöglich. Daher ist es völlig natürlich, Angst davor zu haben, ihn zu verlieren. Angst zu haben, dass man sich auseinanderlebt. Daher ist es nur logisch, dass du als nächstes versuchst, mit ihm zu reden, zu versuchen zu sehen, wo das Problem liegt und wie ihr es lösen könnt. Du musst herausfinden, wie du ihn erkennen lässt, dass er dich verliert. Aber bevor du weitermachst und eure Beziehung rettest, denk darüber nach, ob eure Beziehung es wert ist, gerettet zu werden. Wenn du denkst, dass du den Mut hast und dass du ihn genug liebst, um zu versuchen, euch beide zu retten, dann tu es bitte. Aber versuch es gar nicht erst, wenn du nicht glaubst, dass du es schaffen wirst. Du musst dir sicher sein, dass du mit ihm glücklich wirst, sonst hat es keinen Sinn, deine Beziehung zu retten. Wie lässt man ihn erkennen, dass er dich verliert? Versuche einige der folgenden Möglichkeiten, um seine Gedanken zu öffnen und ihn erkennen zu lassen, was er tut. Zeig ihm, dass ihr beide es wert seid, gerettet zu werden. Erstens. Mach dir nicht zu viele Gedanken. Halt ihn auf Abstand. Ich sag nicht, dass du ihn komplett aus deinem Leben ausschließen solltest, aber du solltest zumindest versuchen, für einige Zeit von ihm wegzukommen. Frag ihn nicht, wo er ist oder was er gerade macht. Frag nicht nach seinen Freunden oder seinen Plänen. Nutze diese Zeit, um an dir selbst und an Dingen zu arbeiten, die du magst. Lass ihn tun, was er will und sei nicht dagegen. Er wird sich wahrscheinlich Sorgen machen, weil du nicht auf Dinge reagierst wie sonst und er wird sich fragen, warum. Sei nicht überrascht, wenn er dich absichtlich testet, nur um deine Reaktion zu sehen. Aber du wirst es durchschauen und nochmal, gib nicht nach. Wenn du willst, dass das gelingt, musst du hartnäckig sein, denn wenn es funktioniert, wirst du froh sein, dass du es getan hast. Zweitens, hör auf, seine Anrufe anzunehmen. Mach dich nicht zu sehr für ihn verfügbar. Er ist es gewohnt, dich zu erreichen, wann immer er will. Nun, auf diese Weise zeigst du ihm, wie sein Leben ohne dich aussehen würde. Beantworte seinen Anruf nicht und schau, wohin es geht. Vielleicht hat er ein Problem, das er nicht selbst lösen kann und vorher warst du da, um ihm auf die Beine zu helfen. Dieses Mal, egal wie grausam es klingen mag, lass ihn allein auf sich aufpassen. Er wird wahrscheinlich sehen, dass er ohne dich verloren ist. Er wird einen Blick auf sein Leben ohne dich dann werfen und er wird es nicht mögen. Er wird wahrscheinlich zu seinem alten Selbst zurückkehren. Wenn du es wirklich nicht aushältst und das Bedürfnis verspürst, ihm zu schreiben oder ihn zurückzurufen, tu es. Aber warte ein bisschen, bevor du es tust. Das wird ihn auch dazu bringen, sich zu fragen, was gerade vor sich geht. Drittens, lass ihn nicht von dir abhängen. Dieser ist ziemlich grausam, aber wenn du erfolgreich sein willst, musst du gnadenlos sein. Hör auf, Dinge für ihn zu tun. Hör auf, Hausarbeiten zu erledigen oder all die Dinge, die du ihn gebeten hast und die er nicht getan hat, sodass du sie getan hast. Ich weiß, es ist einfacher, etwas selbst zu tun, als ihn zu bitten, es zu tun, aber versuch diesmal nicht, dich um all diese Dinge zu kümmern. Lass ihn sein eigenes Abendessen kochen und seine eigenen Kleider bügeln. Lass ihn seinen eigenen Scheiß kaufen, hör auf, dich um ihn zu kümmern. Sobald du für dich selbst Stellung beziehst und aufhörst, all diese Dinge für ihn zu tun, wird er erkennen, wie sehr er von dir abhängt. Es wird ihm wahrscheinlich peinlich sein und wenn nicht, wird er ohne dich völlig verloren sein. Das wird sein Weckruf sein, denn es wird schwer für ihn sein, eine andere Frau zu finden, die so großartig ist wie du, um seinen Mist zu ertragen und ihn gleichzeitig zu lieben. Viertens, du musst lernen, Nein zu sagen. Du musst für dich selbst Stellung beziehen. Lass ihn dich nicht zu den Orten schleppen, die er mag und Dinge tun, die er will.
Ich sage nicht, dass du aufhören sollst, seine Träume und Bestrebungen zu unterstützen. Ich sage nur, dass du ein anderes Leben hast, um das du dich kümmern musst, dein eigenes. Überleg dir, was du zur Abwechslung machen willst und mach dir selbst Mut. Lass ihn dich nicht zu Dingen verleiten, die du hast, und zu Orten gehen, wo du nicht hin willst. Wenn ihr keinen Kompromiss findet, tut es auf deine Art und Weise. Auf der positiven Seite wird er wahrscheinlich erstaunt sein, dass du plötzlich Nein sagen gelernt hast. Er wird erkennen, dass er dich verliert, weil ihr mehr und mehr Zeit getrennt verbringen werdet und seine Aufmerksamkeit nicht benötigt wird. Das wird ihn zum Nachdenken bringen. Und noch etwas, wenn er zurückschnellt und merkt, dass er dich fast verloren hat, wird er die starke Frau sehen, die du bist. Eine Frau, die ihre eigenen Entscheidungen treffen kann, und er wird dich dafür mehr respektieren. Fünftens, geh ohne ihn aus. Dies ist alles ein Teil davon, unabhängig zu sein. Das ist der springende Punkt, um ihm zu zeigen, dass du alleine perfekt zurechtkommst. Teil ihm das aus dem Nichts mit. Sag ihm einfach, dass du mit deinen Mädels verabredet bist und sie in der Stadt treffen wirst. Frag ihn nicht, ob er damit einverstanden ist, und kümmere dich nicht darum, was er zu sagen hat. Zieh dir ein heißes Kleid an und geh aus. Bereite das Abendessen nicht für ihn vor und sag ihm, dass er nicht warten soll. Wenn er weitere Fragen stellt, gib keine Antworten. Lass ihn sich unwohl fühlen, lass ihn in Panik verfallen und vielleicht wird er sogar ein bisschen eifersüchtig. Das ist normalerweise nicht richtig, aber in deiner Situation ist es ein Erfolg, jede Art von Emotion zu provozieren, auch wenn es Neid oder Eifersucht ist. Das bedeutet, dass er immer noch Gefühle für dich hat, aber sie sind irgendwo vergraben. Geh mit deinen Freunden aus, um diese vergrabenen Emotionen zu provozieren, und rette deine Beziehung, wenn dir das wirklich wichtig ist. Sechstens, sage Pläne in letzter Minute ab. Hör auf zu tun, was immer er will. Wenn er nicht den Anstand hatte, dir seine Pläne ein wenig früher zu sagen, ist das ein Zeichen, dass er deine Zeit nicht schätzt. Und wenn er deine Zeit nicht wertschätzt, respektiert er dich nicht. Wenn er dich und die Dinge, die du tun willst, nicht respektiert, musst du seine nicht respektieren. Aber nur für eine Weile, um ihn auf die Dinge aufmerksam zu machen, die er macht und wo er einen großen Fehler macht. Du musst ihm zeigen, wie du dich fühlst, indem du ihm eine Kostprobe seiner eigenen Medizin gibst. Siebtens, übe ein neues Hobby aus. Du musst aufhören, deine Welt um ihn herum rotieren zu lassen. Dies ist der Grund, warum er so handelt, wie er es tut. Er weiß, dass egal was ist, du wirst für ihn da sein. Deshalb respektiert er dich nicht und ignoriert dich. Du musst ihm zeigen, dass du ohne ihn vollkommen in Ordnung bist, und wenn er seine Augen nicht öffnet, um es zu sehen, wird er dich für immer verlieren. Beginne ein neues Hobby, etwas, an dem er nicht beteiligt ist. Auf diese Weise wirst du dein soziales Leben bereichern. Du wirst mit Leuten abhängen, die die gleichen Dinge lieben wie du. Auf diese Weise zeigst du ihm, dass du super ohne ihn funktionierst. Halt ihn auf Abstand. Achtens, verweigere Sex. Okay, lass uns ehrlich sein, alle Jungs sind Trottel, wenn Sex auf dem Spiel steht. Wenn du ihm das verweigerst, ist es das Ende der Welt, wie sie es kennen. Ich denke, dass Frauen manchmal nicht wissen, welche Macht sie in ihren Händen halten. Sex lässt einen Mann sich emotional und körperlich nahe fühlen, und wenn er nicht sieht, dass er im echten Leben emotional ein totaler Idiot war, dann halte Sex zurück, um ihm zu zeigen, dass etwas nicht in Ordnung ist. Er wird wahrscheinlich verstehen, dass er ein Esel war, wenn du aufhörst, ihm Leckerlis zu geben. Neuntens, flirte mit anderen Männern. Tu das nur, wenn es absolut notwendig ist. Wenn er dir keine Aufmerksamkeit schenkt, tu etwas dagegen. Zeig ihm, dass da draußen Typen sind, die dafür sterben würden, um dein Freund zu sein. Zeig ihm, dass er dich für selbstverständlich hält und dass er das überhaupt nicht tun sollte. Er sollte glücklich sein, dich zu haben, und dir jeden Tag zeigen, dass er dich liebt. Finde einen gut aussehenden Kerl und mach einen Schritt auf ihn zu. Provoziere deinen Typen, irgendeine Art von Emotion zu zeigen. Provoziere ihn, eifersüchtig zu sein. Oder wenn man bedenkt, dass es schwierig ist, sicherzustellen, dass er dich mit jemand anderem sprechen sieht, versuch über deinen neuen Kollegen zu sprechen und dass alle Frauen, mit denen du arbeitest, verrückt nach ihm sind. Er wird sich wahrscheinlich wundern, warum du plötzlich über diesen Typen redest, und er wird wahrscheinlich mehr darüber nachdenken, und nach wird er erkennen, dass er eifersüchtig ist und dass er dich nicht einem zufälligen Typen überlassen will. Und am Ende, wenn du ihm wichtig bist, wird er seine Augen öffnen und für dich kämpfen. Zehntens, rede mit ihm. Wenn alles andere fehlschlägt, rede einfach mit ihm. Versuche, so ehrlich wie möglich zu sein. Eigentlich ist das immer der beste Weg, aber leider wollen die meisten Männer nicht über diese Dinge reden, weil die meisten von ihnen nicht zugeben wollen, dass sie etwas falsch gemacht haben. Setzt euch zusammen und schau ihm in die Augen. Versuch, ihn daran zu erinnern, warum er sich überhaupt in dich verliebt hat. Lass ihn sich an die Zeiten erinnern, in denen ihr euch gerade getroffen habt und wie einfach es war. Sag ihm, dass er dich als selbstverständlich betrachtet und dass er dich nicht respektiert, wie er dich hätte respektieren sollen. Benutze diese Schritte, um ihn zurückzubringen, weil du weißt, dass er dich liebt. Er hat diese Liebe als selbstverständlich hingenommen, und wenn er das merkt, wird es ihm leid tun.
Wenn dir dieses Video gefallen hat, findest du meine zwei Bücher auf Amazon. Der Weg zurück zu dir selbst. Finde deine innere Stimme. Und Im Kopf des Narzissten. Schlage ihn mit seinen eigenen Waffen. Du findest die Links unten in der Beschreibung des Videos. Vielen Dank.